Jo, meine Freunde, herzlich willkommen zu einer Runde Minecraft QSG. Und heute spielen wir mal nicht normal QSG, sondern heute spielen wir mal die Krokoschlag-Challenge. Und in dieser Challenge geht es darum, man muss, eigentlich sollte man das in zwei Team machen, aber da ich heute gerade keinen gefunden habe, und das habe ich mir gedacht, mache ich das mal alleine. In dieser Challenge geht es darum, dass ich nur aus den Kisten essen rausnehmen darf, und ich muss halt ein bisschen Stealth kommen, so ich darf mich nicht verkämpfen, ich muss halt die ganze Zeit wegrennen. Ja, das war's eigentlich mit der Challenge. Ich versuche das mal jetzt umzusetzen, und dann sehen wir uns nach dem Intro. Jo, da sind wir auch schon wieder in der ersten Runde, die Krokoschlag-Challenge versuchen zu meistern. Und hatten wir mal keinen, wir dürfen ja nur Essen rausnehmen, haben wir hier, okay, das darf ich nicht rausnehmen, noch ein bisschen Steaks, noch ein bisschen, das könnte noch ein bisschen besseres Essen sein, weil, ja okay, so viel Essen brauchen wir jetzt nicht zum Wegrennen. Jetzt hat hier hinten auch schon einen mit, extrem guten Equip, und ich sollte mir das M-San abgewöhnen. Mal schauen. Man kann den Sprung schaffen. Werde ich ihn schaffen? Ja, ich habe ihn geschafft, aber da kommt jetzt einer. Ne, da kommt keiner. Also der ist hier oben. Ich kann mal versuchen. Ich werde jetzt mal hier durchgehen. Der hat mich zwar gesehen, aber greift mich nicht an. Ah, perfekt. Und ja, ich habe gesagt, es wird Endergames kommen. Warum sage ich immer M? Es wird Ender Games kommen, wenn es gut bewertet wird. Ja, es ist nicht so gut bewertet worden wie Clan Wars, aber es hat trotzdem ein paar Likes bekommen, und so hat es ausgesehen, ob ihr es nicht schlecht gefunden habt. Und vielleicht wollte ich es ja nochmal sehen. Darum wird das wahrscheinlich am Mittwoch kommen. Aber heute habe ich ein Video geschaut, habe ich eben die Krokoschlag-Challenge entdeckt, und die sollte man eigentlich zu zweit machen. Ja, ich weiß, eben wie schon gesagt, ich habe aber kein Team angefunden, und daher mache ich die heute mal alleine. Ich glaube, da hat mich einer gesehen, kommt aber nicht. Ich bin bis jetzt nur auf dem oberen Level gewesen. Ich werde auch hier oben bleiben. Noch drei Spieler müssen sterben. Wir haben die Challenge geschafft. Noch zwei Spieler. Das könnte mal knapp werden. Und dann auch noch erster Versuch. Vielleicht können wir dann ja noch mit der Hand etwas aufschauen im Deathmatch. Vielleicht kriegen wir ein Deathmatch mit Lava. Und dann können wir natürlich noch doppelt ein bisschen punkten. Aber das ist eben ein bisschen schwierig. Hier ohne ein bisschen Equip etwas zu reißen, aber so wie es aussieht, kämpfen da gerade zwei. Kommt da einer? Hier da unten ist einer. Man darf ich eigentlich nicht verstecken, aber ich werde mal jetzt kurz sneaken, weil da unten einer ist. Ah ne, der ist noch unter einem Level. Ich werde dann doch mal runtergehen. Das verstehst ja gegen Regeln. Ja, was wollte ich noch ansprechen? Am Mittwoch wird Ender Games kommen. Heute hatte ich Bock auf die Krokoschlag-Challenge. Die beiden sind auf jeden Fall unten verlinkt. Das ist eine Challenge, wo Schrotschlag und Krokocrafter gemacht haben. Ja. Und da werde ich die jetzt mal ein bisschen nachmachen. Und ja. Man darf die übrigens auch nachmachen, man sollte die auch nachmachen. In 40 Sekunden haben wir unser Ziel erreicht, aber da kommt einer. Oh mein Gott, können wir noch 10 Sekunden weglaufen? 5 Sekunden. Okay, wir haben unser Ziel dann mal wirklich sagen erreicht. Okay, da hat's Lava. Wir haben unser Ziel erreicht. Wir haben unser Ziel erreicht. Okay, ich glaube da. Nee, die dürfen ja gar nicht teamen, bin ja in Teams verboten gegangen. Der will mich natürlich targeten, weiß ich nicht warum. Ich kann für ihn vielleicht unter. Oh nein. Ah, ist aber fast noch ins Lava gefallen. Aber ich würde sagen, wir haben diese Challenge. Wir haben diese Challenge beim ersten Versuch geschafft. Und ja, wir müssen eigentlich gewinnen. Wir müssen auf den Stealth-Match kommen. Wenn ihr mehr solcher Challenges von anderen größeren YouTubern sehen wollt, dann könnt ihr es mir gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich weiß, es ist ein bisschen an
kleineres Video. Aber die Videos müssen ja nicht immer so lange sein. Und daher mache ich, oder kommt am Mittwoch dann ein bisschen längeres Endergames. Das geht ja immer ein bisschen länger. Und das schreibt einer nur Knockback. Ich glaube das zwar nicht, aber naja, habe ich jetzt nicht gesehen, kann ich also nicht sagen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video und ciao Leute!